Hey Leute, gehört hat bestimmt schon so gut wie jeder von Ihnen und der ein oder andere kennt bestimmt auch einige Fakten über Sie. Aber die folgenden hoffentlich noch nicht. Für die eventuell nicht korrekte Aussprache der Fremdwörter, sorry im Voraus. Viel Spaß! Nummer 8. Die Yakuza werden oft als die wahren Erben der Samurai bezeichnet, beziehungsweise bezeichnen sie sich selbst auch so. Beide hatten bzw. haben ein streng organisiertes hierarchisches System, das auf Ehre und Gehorsam basiert. Samurai damals wie heute Yakuza wenden bewusst und mit Überzeugung Gewalt als ein für sie legitimes Mittel an, um ihre Überzeugungen und Aufgaben durchzusetzen. Nicht gerade zeitgemäß. Beziehungsweise war Gewalt einfach schon immer scheiße. Kommen wir zur 7. Yubitsume. Hoffentlich spreche ich das einigermaßen richtig aus. Ist der Brauch, ein Glied des kleinen Fingers abzutrennen, um sich für einen Regelverstoß oder Ungehorsam zu entschuldigen. Es kann aber auch als Zeichen der Unterwürfigkeit, Ehrerbietung oder Vertrauens geschehen. Das Abtrennen des kleinen Fingers ist eine Tradition, die den Griff beim Halten eines Schwertes schwächen soll. Die Person, die sich das Fingerglied abtrennt, liefert sich damit symbolisch ein Stück mehr dem Schutz der Gruppe aus. Versucht das nicht mit euren Freunden. Und die 6. Bob, der Baumeister, hat in Japan statt ursprünglich 4 Fingern 5. Der Grund dafür ist, dass die zuständigen japanischen Behörden einen zusätzlichen Finger hinzufügen ließen, um zu vermeiden, dass japanische Kinder den kleinen Baumeister für einen Yakuza hielten. Genauso wie Leute mit Tattoos. Alles Yakuza. Der Mann aus dem Sägewerk, dem ein paar Finger fehlen. Klar, Yakuza. Was auch sonst. Nummer 5. Die Anzahl der Yakuza wird auf ungefähr 58.000 in Japan geschätzt. Weltweit sollen es allerdings um die 100.000 sein, was sie zu einer der größten organisierten Verbrecherorganisationen der Welt macht. Sie bestehen hauptsächlich aus 3 Hauptsyndikaten. Das größte und mächtigste ist die Yamaguchi-Gumi mit mehr als 55.000 Mitgliedern, die in 850 Clans unterteilt sind. Mit Gangs sollte man sich grundsätzlich nicht anlegen, aber wer sich mit denen verscherzt, ist nirgendwo mehr sicher. Weiter mit der 4. Geschätzt verfügt die Yakuza international über ein Vermögen im Wert von ca. 80 Milliarden Dollar. Damit sind sie eine der reichsten Gangs der Welt. Ganz schön viel Holz. Nummer 3. Um ihr Bild in der Öffentlichkeit zu verbessern und die Moral in ihren eigenen Reihen zu stärken, produzierte die Yakuza 2013 ein eigenes Magazin. Es war allerdings nicht öffentlich erhältlich und wurde nur von Hand zu Hand weitergegeben. Das Magazin enthielt Haiku-Dichtungen, Artikel über das Angeln und motivierende Aufforderungen, seine Arbeit so gewissenhaft und gut wie möglich zu erledigen. Als nächstes kommt dann die Facebook-Seite, oder? Und die 2. Die Geschäfte, mit denen sich die einzelnen Yakuza-Familien beschäftigen, sind recht unterschiedlich. Zum Beispiel verbieten viele ihren Mitgliedern strikt den Handel mit Drogen, allen voran die Yamaguchi-Gumi. Andere wiederum, wie die Dojinkai, sind in den Handel mit Drogen mehr als intensiv involviert. Und damit wären wir auch schon bei der Nummer 1. Als 1990 der erste Super Nintendo in Japan erschien, bestimmte die japanische Regierung, dass die Konsolen bei Nacht ins Ausland verschifft werden mussten, um eventuelle Diebstähle der Yakuza vorbeugend zu verhindern. Diese betrachteten den Super Nintendo wohl als durchaus lukratives Geschäft. Und das zu Recht. Ob der Schutz der Dunkelheit sie allerdings davon abgehalten hat, sich die begehrten Konsolen unter den Nagel zu reißen, wage ich mal zu bezweifeln. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und wenn nicht, dann teilt es mit euren kriminellen Freunden oder einfach euren Freunden. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Immer locker bleiben. Peace out!